Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem Video. So, endlich geschafft. Wir haben den Theorieteil von KNX soweit bewältigt und jetzt können wir mit diesem Video mit dem Praxisteil starten, also der Programmierung von KNX-Komponenten in der ETS6. Und dafür müssen wir in diesem Video zunächst einmal die ETS6 und KNX Virtual installieren. Um jetzt die ETS und KNX Virtual installieren zu können, wechseln wir auf die Seite von myknx.org. Dafür einfach suchen nach myknx. Alternativ geht auch der Link my.knx.org. Was wir hier jetzt machen, ist uns zunächst einmal anmelden. Sofern Sie noch kein Konto haben, müssen Sie sich hier erst einmal registrieren. Keine Sorge, das ist erstmal kostenfrei. Danach können Sie sich hier mit Ihren Nutzerdaten anmelden. Das mache ich jetzt schnell. Wenn Sie sich angemeldet haben, landen Sie auf folgender Seite, das ist Ihr Profil. Dort können Sie die Profileinstellungen, E-Mail-Adresse etc. ändern. Das interessiert uns aber nicht, wir wechseln hier oben in Shop und ETS und können hier jetzt die aktuelle Version der ETS herunterladen. Ganz wichtig, hier ist es jetzt egal, welche Demo Sie sich herunterladen. Die Lizenz wird letzten Endes über den USB-Dongle freigeschaltet. Sie können also jetzt die ETS 6 Home installieren und später trotzdem die Professional nutzen, wenn Sie eben die dementsprechende Lizenz einstecken. Wenn Sie keinen USB-Dongle einstecken, dann starten Sie die ETS 6 in der Demo-Version. Dann sind bis zu 5 Geräte möglich. Das ist auch jetzt im Rahmen dieser Videoserie völlig ausreichend. Also ich klicke hier bei ETS 6 Professional einmal auf Demo herunterladen. Damit haben wir also schon mal die ETS 6. Fehlt jetzt nur noch KNX Virtual. Dafür suche ich hier einmal nach KNX Virtual und jetzt keine Sorge, wir müssen hier einmal auf Kaufen klicken. Dann wird das im Warenkorb auch hinzugefügt. Das Ganze müssen wir bestellen. Hier entstehen keine Kosten, das ist ein kostenfreier Download. Sie müssen das aber einmal kaufen, damit es in Ihrem Profil als Lizenz erscheint und damit Sie die KNX Virtual Software herunterladen können. Wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie unter Konto in Produkte wechseln und hier sollte bei Ihnen jetzt nur eine oder zwei Lizenzen auftauchen, einmal die ETS 6 Lizenz, sofern Sie eine gekauft haben und dann sollte eine Lizenz auftauchen, wo Sie KNX Virtual finden. Und hier bei KNX Virtual können Sie jetzt auch die Software einmal herunterladen. Sie sehen, ich habe das schon mal gemacht, macht aber nichts, ich kann das auch ein zweites Mal herunterladen und damit haben wir jetzt die ETS 6 und KNX Virtual heruntergeladen. Fehlt jetzt nur noch die Installation. Dafür wechsle ich hier in meinen Downloads-Ordner und habe jetzt hier die beiden ZIP-Archive. Die werde ich einmal extrahieren. Und dasselbe mache ich noch mit KV, also KNX Virtual. Auch einmal alles extrahieren. Und dann können wir schon einmal in den Ordner ETS6 Setup wechseln. Und hier gibt es jetzt nur eine Setup-Exe-Datei, die wir ausführen müssen. Und darüber wird dann die ETS6 installiert. Ja, bei mir ist das jetzt bereits der Fall. Bei Ihnen sollte dann hier ein Button erscheinen, installieren. Deshalb schließe ich das bei mir. Und das zweite ist KNX Virtual. Das finden wir hier. Hier müssen Sie theoretisch nichts weiter installieren. Ich benenne ganz gerne hier diesen Ordner um. KNX-Virtual, dann finde ich das einfach schneller und dann können wir hier einmal die kv.exe öffnen und gucken, dass alles einwandfrei läuft. Jetzt kriege ich hier eine Warnung, ich möchte das Ganze trotzdem ausführen und dann haben wir hier das Startfenster von KNX Virtual. Hier stellen wir die Schnittstelle ein. Jetzt kann es sein, dass von der Firewall nochmal eine Information kommt, auch da lasse ich den Zugriff zu und dann haben wir hier mit KNX Virtual gestartet und können jetzt diverse KNX-Geräte, Schaltaktoren, Tastsensoren, Jalousieaktoren etc. testen. Keine Sorge, KNX Virtual schauen wir uns später noch einmal genauer an, aber im nächsten Video fangen wir mit der ETS 6 an und gucken dort, wo wir was finden, wie wir Geräte hinzufügen können etc. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, lasst gerne einen Like da und sofern ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir diese gerne in den Kommentaren und wir sehen uns dann im nächsten Video.